Wir sind wieder zurück hier in der Großraum-WG, hier auf Terraria. In Terraria. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man einen Schmelzofen baut. Den können wir bauen. Ja, ich habe mich im Rezept geirrt. Das ist auch so seltsam, dass einem nirgends die Rezepte angezeigt werden. Aber man braucht tatsächlich 3 Fackeln dafür. Na gut. Ja, wollen wir gleich mal einen herstellen, bevor wir es wieder vergessen. So. Jetzt haben wir ihn. Juhu. Gut. Dann... Jetzt der Ofen. Hier so? Ja, oder? Oder hier so? Oder hier so? Nee, na, direkt vor der Tür natürlich. Ach, den kann man auch unter die Decke hängen, das ist ja toll. Das ist natürlich sehr praktisch. Hier wohl, ja doch, hier auch. Cool. Na, ich möchte aber trotzdem, glaube ich, hier so. Hier. So. Wollen wir gleich mal gucken, was können wir hier Schönes machen. Eisenbarren. Und rote Ziegel, grauer Ziegel, Schüssel. Wofür brauchen wir Schüssel? Rosa Vase. Ach, das sind Deko-Elemente. Und, oh, kann vielleicht... Oh, das ist schön. Ein Tontopf. Okay. 2 Tontopf. Und natürlich wollen wir auch hier Dings hier. Na, wie hieß es? Eisenbarren. Wie viel? Wie viel können wir davon herstellen? 2. Na gut. 2 Eisenbarren sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber... kann man noch irgendwas herstellen? Wäre toll. Ja, außer eine Vase. Sonst erstmal nicht so wahnsinnig was Spannendes. Hier vielleicht noch irgendwas? Holzschwert. Ne, das können wir schon. Gut, also aus Mitte. Ach, Amboss. Dafür brauchen wir einen Amboss. Ach, hey, wie baut man einen Amboss? Wahrscheinlich aus mehr als nur 2 Barren Eisen. Okay, gut. Dann wollen wir erstmal wieder an unsere Sparsoße dran hier. So, Moment. Hahaha. Ach, hier. Opa. Der ist übrigens im 120. Semester BWL. Deswegen ist aus ihm auch nur ein Händler geworden. So, komm, du kriegst auch noch eine Vase hier irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wohin. Komm, hier hin. So, daran pflanzen wir einfach mal so ein paar Sonnenblumen. Vielleicht geht das ja. Es wäre toll von dir, wenn du nicht da drüber stehen würdest. Ach, die kann man da nicht. Ist ja nicht so gut. Gut, dann kommt da später irgendwann was hin. Mal gucken. Tür muss natürlich auf. Wieso? Und hier so. Hier. Ne, hier. Okay, will er nicht. Alles klar. Dann kommst du hier hin. Gut. Wäre das auch erledigt? Träumchen. Na gut, dann müssen wir uns langsam mal... Was? Ja, die ist halt nur mal... Verzeihung, aber... ja, nee. Erzählt uns mal selber. Das ist gerade nicht so toll. Was hast du zu meckern? Hm, Josef? Was ist denn los? Hm, was ist denn los, Josef? Was hast du denn auf dem Herzen? Nichts. Gut, Eisen. Kaufpreis 50 Silber. Sechs Silber. Weißt du? Du bist echt knauseriger alter Klopperkopf. So, was wollte ich jetzt nochmal gucken? Silbermünzen. Aus Gold. Nein. Will ich nicht. Ich brauche ja schließlich Gold. Das heißt, wir sollten uns eine Mine eröffnen oder halt hier meinen Planeten erforschen. Ich weiß ja nicht, ob ich für Letzteres schon bereit bin. Aber eine Truhe können wir nicht bauen, ne? Mal so ganz doof nebenbei gefragt. Truhen. Können wir eine Truhe bauen? Irgendwie aus irgendwas? Aus irgendeinem Material? Das wäre fantastisch. Hier nicht. Hier aber offenbar auch nicht. Holz, 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 Holz. Gut. Können wir nicht. Ach, hier. Und so. Ein Holzhelm. Warum nicht? Holzhelm. Holz. Glaubst du jetzt, ist es einfach weg? Holzhelm.
Holzbeinschienen. Dahin. Holzbeinschienen, das waren Holz. 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 Ich habe nicht mehr genug Holz. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen Holz hauen. Na komm. Wir haben ja zufällig ein paar Bäume stehen. Ein paar kleinere, leider nur. Wir müssen unbedingt auch unsere Baumplantage machen. Also hier würde sich ja echt wunderbar eignen. Was sind das? Was sind das? Das kann ich gar nicht. Das geht gar nicht. Gut, alles klar, will er nicht. Oh. Zack, drei Kupfer. Oh. Nee. Nee. Gut, vier Kupfer. Träumchen. Na komm, wir wollen erstmal noch mal ein paar Bäume noch fällen. Jetzt kommen die Glipper schon wieder von allen Richtungen angeschissen hier. Ich glaub's ja nicht. So. So, gut. Ein Eichhorn. Ein Eichhorn. Ich habe ein Eichhorn gefunden, aber gut. Das lassen wir mal leben. Den Süßtigviecher. So, vielleicht sollten wir tatsächlich etwas hier den Boden anheben. Das wäre zumindest nicht verkehrt. Wäre nicht ja. Okay. Geht nicht. Jetzt geht's. Oder auch nicht. Das ist höchst seltsam. Jetzt müssen wir hier erstmal den wegbuddeln. Ernsthaft. Ich muss das alles wegbuddeln, damit das hier alles auch dann Bestand hat. Das ist ja unglaublich. Gut, alles klar. Okay, gut. Jetzt wollen wir ein paar Eicheln sammeln. Pflanzen natürlich. Pflanzen nicht sammeln, sondern Pflanzen. Ich möchte... Wo denn? Ne, da eigentlich nicht, ne? Eigentlich wollte ich das hier pflanzen, das Ding. Aber... Hau ab. Bis Eichhorn. So. Die Gegend muss gerade sein. Was glaubst du denn? So. Ich weiß, sie brauchen einen bestimmten Mindestabstand zueinander, aber ich habe den gerade nicht im Kopf. Ich glaube, das ist, glaube ich, zu eng. Oder? Oh, da ist sie kaputt. Oder? Ist sie kaputt? Weiß ich nicht. Ist auch egal. So, und hier noch. Na, vielleicht nicht hier, aber vielleicht hier so. Hier so. Ja, vielleicht könnte man so machen. Der Rest können wir in unser Sparschwein reinschieben. Also ist ein bisschen störend hier gerade mit den schmalen Aufstiegen. Vielleicht sollte ich etwas verbreitern. Hallo Opa, na? Kriegst du mal auf Kopf. So. Eicheln und gelbe Ringelblume. Kann man die hier vielleicht in den Blumenpott hier reinschieben? Sparschwein, nein. So. Nee. Doch nicht. Geht nicht. Oh Mann, oh. Schade. Toll. Gut, dann wächst sie halt auf dem Boden. Warum auch nicht. Mir soll es recht sein. So, was wollten wir machen? Ach ja, Rüstung. Rüstung. Der Ritter der rostigen Rüstung. Die rostet aber nicht, weil, was haben wir jetzt alles? Den Brustpanzer brauchen wir auch noch.
Brauchen wir den noch? Und was brauchen wir noch? War noch irgendwas? Ach hier, Holzbeinchen haben wir schon. Da haben wir schon alles. Das heißt, wir sind jetzt komplett ausgerüstet. Da bin ich ja mal gespannt. Helm. Brustpanzer. Beinschienen. Was hier noch? Accessoires. Accessoires. Passende Kleidung. Ja, sehr schön. Träumchen. Erfolgreich. Passende Kleidung. Gut. Ich sehe aus wie ein Baum. Welche Richtung? Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Richtung. Moment. Warum schwirrt das hier da so? War ich da zu dicht an der Fackel? Kann sein. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was wegpacken. Nicht, dass wir das alles verlieren. Das wäre echt nicht so schön. Obwohl, das die Pinunze müssen wir mitnehmen. Holz müsste ich erstmal in Sparschwein reinschmeißen. Das brauchen wir gerade nicht. Eisenbarren auch. Das kann auch hier erstmal rein. So, das geht ja nicht kaputt, glücklicherweise. Und hier Sternschnuppen, können wir da noch hin. Und Lehm kommt da hin. Holzklappe da hin. Eisenerz kommt da rein. Und Pilze kommen auch da rein. Sollte ich mir für ein paar Fackeln mitnehmen? Vielleicht. So, komm, wir nehmen uns ein paar Fackeln mit, dann passt das. Dreck nehmen wir mit. Stein lassen wir hier. Den Hammer, ja gut, den Hammer lassen wir auch hier. Und Glibber müssen wir mitnehmen, weil damit machen wir Fackeln. Falls wir zwischendurch keinen mehr haben. Ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen Holz noch mitnehmen sollen. Also Holz, Holz, Holz. Wir nehmen mal 30 Holz mit, dann müsste das eigentlich reichen. Dann dürfte passen. Und jetzt erkunden wir ein wenig den Planeten. Juhu. Ah, ich freue mich. So. Blau, blau, was? Blau, blau, was? Was bist du? Ein blau, was? Blau, Herr. Kardinal. Alles klar. Alles klar, Herr Kardinal. Oh, ich habe hier Ressourcen gefunden. Dann müssen wir gleich mal abbauen, ne? Warum nicht? So, jetzt haben wir Löcher in der Landschaft. Auch nicht so wahnsinnig schön. So, den müssen wir mal kurz vorbeiziehen lassen. Ja, möchte ich anständig. So. Ach, da komme ich gar nicht mehr runter. Ach Mann. Gemeinheit, Gemeinheit, Gemeinheit. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir drankommen. Jawohl. Ein Träumchen. So, den holen wir uns wieder. So, hallo. Natürlich. Alles klar. So, was haben wir hier denn Schönes? Da leuchtet auch was Tolles. Wollen wir gleich mal reingucken. Was ist das denn? Es ist natürlich ein Kaktus, das sehe ich natürlich. Kaktus. Fünf Kaktusse. Fünf Kaktussen habe ich gerade aufgesammelt. Das ist ja höchst erfreut. Was ist das hier eigentlich? Ist das Sand? Es ist Sand. Sand braucht man für Glas. Ich würde echt gerne auch noch... Würde ich echt gerne noch... Das ist alles nur Stein. Das ist nur Stein, das kann nicht wahr sein. Da gibt es Rohstoffe. Okay, alles klar. Wir bauen uns kurz hier ein. Wir bauen uns kurz hier ein irgendwie. Oder auch nicht. Hallo, ich möchte mich natürlich einbauen. So, sind wir hier einigermaßen sicher. Ich muss mich echt immer noch an die Steuerung gewöhnen. Das ist anders als bei Echo und anders als bei Minecraft. Aber so ist das nun mal. So, kann man das auch irgendwie einsammeln? Da wäre toll. Nö, das ist einfach nichts. Was ist das? Keine Ahnung. Auch Sand. Ach, es war einfach nur ein Loch da hinten drin. Ach
hin. Könnte es vielleicht sein, dass das hier eigentlich das Sand keinen Hintergrund hat? Irgendwie so komisch aus hier hat. Ich meine ja nur, ich frage ja nur. So, eigentlich müssen wir hier mal eine Fackel aufhängen. Machen wir auch mal. Plüff. Und es geht weiter. Stein. Sand, Stein, Sandstein. Kann man bestimmt auch im Ofen noch herstellen, irgendwie bestimmt. Das müsste bestimmt irgendwie machbar sein. Ach ja, schwierig ist es hier unter Tage zu leben. Aber so ist das als Maulwurf. Naja, gut. Was willst du machen? Einer von uns muss ja das Geld verdienen, von daher, warum also nicht wir? Ganz, ganz komisch. Echt seltsam. Weißt du, der Älteste von uns, der hat 120 Semester BWL studiert und handelt nur, und das zu echt seltsamen Preisen. Aber gut. Ja. So, ich weiß, ich habe hier gerade was gefunden. Gibt im Hintergrund eigentlich auch Rohstoffe oder eher nicht so? Ich habe leider gerade keinen Hammer dabei, aber ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Ne? Was ist das da? Stein. Das war nur Stein. Okay, 9. Fackel. Kommt mal hier hin, so, zack. Natürlich nehmen wir das Kupfer komplett mit. Vielleicht ist ja auch noch ein bisschen Eisen dabei. Das wäre auch schön. Schön, aber eher unwahrscheinlich hier. Wie man gerade scheint und schweint. Mensch, bin ich froh, dass ich uns eingebastelt habe. Guckt euch mal an, was da oben los ist. Alter Finne. Junge, Junge, Junge. Oh, ich mach drei Kreuze, wenn unsere Werkzeuge wirklich hochwertiger sind. Das wäre schön. Da freue ich mich drauf. Und ich möchte wissen, was das da ist. Sieht aber aus wie Kohle. Was ist das? Dreck, ne? Ja, natürlich ist nur Dreck. Dreck kann man genug. Ja, 561 Blöcke Dreck. Ich glaube, das reicht eine Weile, ne? Ja, ja, stöhne ich sogar. So, was ist das? Wolfram. Wolframerz. Cool. Das ist ja hochinteressant. Wolfram. Also Stein, aber Stein brauchen wir auch. So wahnsinnig viel Stein haben wir jetzt nicht. Ich glaube auch nicht im Sparschwein. Ich passe nicht. Wir haben unser Stein haben wir ins Sparschwein reingesteckt. Warum auch nicht? So, jetzt müssen wir kurz hier mal ein bisschen aufräumen. Kupfererz. Wo haben wir Kupfer? Kupfer? Kupfererz haben wir da. 16 ist auch nicht so wahnsinnig viel gewesen. Kaktus. Kaktussen haben wir jetzt auch, 5 Stück. Das sind so wahnsinnig viel, aber wird wohl erstmal ein bisschen reichen. So, ich bin aber ehrlich gesagt eher auf der Suche nach Eisen. Ist das da Eisen? Ist das 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 Eisen? Wäre toll. Es ist Eisen, ja, Eisen. Und wir haben die erste Höhle gefunden. Oh, und das erste Brackwasser in der Höhle. Dann, warte mal, ist das da oben doch auch noch Eisen oder nicht? Dann auch noch Eisen. Es ist hier echt schwer zu zielen, Leute. Es ist echt wirklich sehr, sehr schwierig. Da hätten sie vielleicht mal ein bisschen dem Spieler die Freiheit lassen sollen. Das ist kein Eisen. Ist das Eisen? Nein, ist nur Stein. Alles klar. Also Eisen scheint jetzt relativ selten zu sein. Da. Alter. Nicht da oben, da. Junge, dieser. Ich glaube, da ist wieder alles da gerade. Ich fasse es ja nicht. Es ist ja.
So, so vielleicht. So. So, was ist denn das da wieder? Was ist das? Ist das? Was ist das Schönes? Wolfram. Ist es wieder Wolfram? Alles klar. Sehr schön. Weil wir davon noch nichts haben, nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Glaubst du denn? So, so, so. Natürlich sind wir dafür. Dafür haben wir einen zu dicken Kopf. Hier auf der Wolfram-Erzhöhe. Da, da, ja. Schön wäre es gewesen, wenn. Ich hänge ja noch mal irgendwo eine Fackel an. Hier vielleicht. Hier, oder hier, 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 hier. Hier vielleicht. So. So, das sammeln wir noch mal ein. Das ganze Wolfram-Kram. Und natürlich auch das Kupfer. Ich glaube, ich habe einen mittelgroßen Planeten ausgewählt, ne? So war das, glaube ich. Ja, bin ich auch ganz froh drüber. Der ist ja schon ziemlich groß. Ah, es fallen wieder Sterne vom Himmel. Das ist sehr schön, das ist angenehm. Aber gut, ich würde erstmal sagen, wir machen hier erstmal Folgenpause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier natürlich unter Tage wieder. Also, bis zur nächsten Folge. Terraria.